Ich habe tatsächlich nichts geliked. Das ist das erste Mal. Oder nee, nicht das erste Mal, aber nichts geliked auf meinem eigenen Account. Das heißt, alles, was ich sehe, ist das, wo, was ihr wollt, dass ich sehe. Wo ihr den Account hier markiert, der 7000 Follower hat. Oha. Okay, fangen wir an. Pokémon X Fortnite Trailer. Das ist fake. Das ist fake. Pokémon. Pokémon Fortnite, das ist fake. Pokémon Fortnite Trailer. Fortnite x Pokémon. Nein, nein. Das ist fake. Pokémon x Fortnite? Ash Ketchum! Oh mein Gott! Niemals! Pokémon in Fortnite? Als ob! Oha! Tja, das müssen wir spielen. Das müssen wir spielen. Ja! Yeah! Yeah, ich spiele heute Geometry Dash und bin alleine, hab keine Freundin und bin am Weinen. Dann kommt meine Mutter in mein Zimmer und sagt voll leise: Halt deine Fresse, Mama, halt deine Fresse. Ja, yeah. Gutes Lied. PSG will sich von Neymar trennen. Laut der spanischen Zeitung Sport soll PSG den Kader rund um Mbappé verjüngern. Die Ablösesumme soll sich auf 100 Millionen belaufen. Aber welcher Verein kommt in Frage? Ehrlich gesagt, ich glaube, kein Verein dieser Welt wäre bereit, für Neymar 100 Millionen zu zahlen. Zumindest kein europäischer Topverein. Neymar zu Al-Nase? Ich versuche realistisch einen Verein zu finden, aber mir fällt keiner ein, der zu ihm passen würde. Halten wir fest, Neymar ist spielerisch einer der besten Spieler unserer Generation. Jedoch muss man auch sagen, dass Neymar sehr oft verletzt ist und um ihn herum passiert immer viel Drama. Dazu kriegt Neymar ein sehr hohes Gehalt. Nur durch seinen Spielervertrag kriegt er bei PSG fast 36 Millionen Euro im Jahr. Im Vergleich, der Topverdiener der Premier League verdient gerade mal 22 Millionen im Jahr. Außerdem wird Neymar auch nicht mehr jünger. Im Februar wird er 31. Was denkt ihr? Welcher Verein würde zu Neymar passen? Barca wäre cool, aber Barca hat schon so viele alte. Lewandowski ist auch schon vorne. Neymar, boah, ich weiß gar nicht, zu welchem Verein Neymar passen könnte. SC Paderborn? Leute sagen, sie kennen Hamid Loco. Aber kennen dieses Intro nicht. W Intro, wir hatten auch nur ein Intro. Wir hatten, jetzt haben wir gar kein Intro mehr. Ich könnte ein Intro machen, Jet, aber ich finde Intros langweilig. Also Intros legendär wegen der Zeit. Wisst ihr, wie ich meine? Ich finde diese Intros immer am Anfang unnötig. Nein, das ist fake. Hamed Loco Schwanzlutschen? Das habe ich. Nein, 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 nein. Das ist nicht von mir. Das wurde niemals auf Hamed Loco Clips hochgeladen, oder? Ja, Güney, Mann! Was postet der da? Hamed Loco Schwanzlutschen? Was soll das? Ach, das ist das. Machen wir auf Spotify? Was? Zur Hölle? When you had to tag the YouTuber who showed places. Ah, und ihr habt mich markiert, weil ich das spielen soll. Said you'd never love anew. I wondered if I could hold it and subliminal. Ah, das kommt aber erst Ende Mitte 2023. Markiert mich nochmal, wenn es rausgekommen ist. Oh mein Gott. Das ist das eine, was wir hatten. Cheers. Nein, das ist fake. Ich war selber da, das hat er nicht gemacht. Dieser Filter von Snap. Der Filter ist von Snap. Valeria. Chat, hier müssen wir was Vernünftiges schreiben. Oh, ich bin nicht die Maria, aber ich würde dich gerne angeln. Oh! 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 Oh!
mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Chat! Oh mein Gott! Let's go! Let's go, Chat! Bester Anmachspruch, den ich dieses Jahr gehört habe. Ja! Yeah! Ich check's nicht. Die Maria ist mit Vorname Angel, deswegen auf Angeln. Oh! Messi in one. Beweis, dass es als Waffe eine Waffe sein kann. Oh, das haben wir schon mal gesehen. Der macht das mit ganz vielen Gegenständen. Wow, das sieht krass aus. Kann ich das auch? Okay, das war mein Controller. Aber ja, mit Controller hat jetzt nicht so viel Sinn gemacht. Mit Controller hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Ja, und dann brauchen wir aber noch so Geschirrtücher, aber wir haben keine. Dann waren wir in so einem kleinen Shopping. Hier sind Geschirrtücher. Ja, oh, sollen wir das auch mal mit, das ist Mädchen-WG, hä? Das sind aber andere Mädchen. Alte Mädchen-WG. Aha. Kennt ihr Thomas die Lokomotive? Also ich fand ja, ich kenn ihn. Schon als Kind super creepy. Stell euch das mal als Horror-Game vor. Holy shit, was ist das? Aber wenigstens ist sie pünktlich. Mhm, Deutsche Bahn. Das Game heißt Choo-Choo Charles. Man wird gejagt von einer Lokomotive. Was haben Sie sich dabei gedacht? Wir brauchen ein Monster für unser neues Horrorgame. Vorschläge? Ein LKW? Haben Sie Lack gesoffen? Eine Lokomotive? Magnifico. Also wir werden jetzt live gehen und das Game zocken. Schaut vorbei, wenn ihr keine Angst habt. Okay, okay, wir spielen das auch morgen, Chat. Thomas, die Lokomotive Horrorspiel. Thomas, die Lokomotive Horrorspiel. Das spielen wir auch morgen, Chat. Oh, nee, die Mädchen. Weiß ich gleich, dass sie nicht mehr bleibt. Ja, was soll ich sagen? Das sind kleine Mädchen, was soll ich sagen? Das sind kleine Mädchen. Das sind kleine Mädchen, was soll ich sagen? Ich würde doch niemals was sagen, das sind kleine Mädchen, Mann. Was erwartet ihr von mir? Warum wird das hier reingenommen? Warum wird das hier reingenommen? Ihr wisst doch ganz genau, ich würde niemals was dazu sagen. Ich finde das Spiel aber relativ geil, Chat. Wie findet ihr das Spiel? Ich feiere das Spiel. Sollten wir auch mal on-stream spielen. Wir haben auf der Reeperbahn Upper Red getroffen und ein Bild gemacht. Was geht Upper heute Red. Nacht noch? Und Sabrina hat es ihm geschickt. Mir hat Upper Red nicht geantwortet, als ich ihn markiert habe. Upper Red ist zu Hollywood geworden, Chat. Upper Red ist zu Hollywood geworden. Oh. Rest in peace an die beiden, Chat. Rest in peace an die beiden. Antoine Griezmann, new hair. Niemals! Antoine Griezmann, seine neue Haare. Schwules WLAN? Und Pepe macht den WLAN-Router kaputt. Wusstest du das? Jean-Manuel Nidra wurde am Pariser Flughafen mit 100 Kilogramm Kokain festgenommen. Der 29-Jährige ist Nationalspieler der Karibikinsel Martinique und bestritt über 20 Länderspiele. Wusstest du das? Oha! 100 Kilogramm Kokain? Wie hat er das getragen? Ist 100 Kilo nicht voll schwer? Wie soll er denn 100 Kilogramm tragen? Auf Kopf. Ja, okay, er hat das auf Kopf getragen. Aber dann ist doch, dann ist das, dann sieht man das doch direkt. Hä? Ist ja voll dumm. Dann sieht man das ja direkt. Sehr dumm, Alter. Macht er einfach 100 Kilogramm Kilo Kokain auf seinen Kopf. Oder er hat das gegessen. Nee. Nein, das macht keinen Sinn, oder? Stirbt man, wenn man 100 Kilogramm Kokain isst? Oder man muss das trinken, weil das dann als Kacke rauskommt oder so? Irgendwie so. Digga, schon wieder ein Tweet von diesem Fake-Tweet-Account. Ah, das hatten wir aber schon gesehen sogar. Okay, das waren die TikToks und wir gehen jetzt in Discord rein. Und jetzt wird das Niveau ganz, 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 ganz tief sinken.
Chat, ich habe heute wieder diese Nudeln gegessen. Es war extrem schlimm. Es war wirklich extrem schlimm. Oh, oh, süß. Bleib so, wie du es ändert. Ich mach's groß. Oh, das ist süß, Chat, das ist süß, aber die Musik ist scheiße. Die Musik war scheiße. Aber süß. Sehr, sehr süß. People, really? I'm just better than you. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, bro. You get your goddamn ass on. Modric? Was ist mit Modric los? Da trifft er niemals.